CQ, CQ, HB3YPI Portable. CQ, CQ, Hotel Bravo 3, Yankee Papa India Portable. Ich bin unterwegs auf den Sotaberg, Hotel Bravo SG-017. Das ist der Hinterrück oberhalb am Wallensee auf 2306 Meter. Der Ausgangspunkt ist wie heute am Morgen der Bahnhof Ürike, nicht weit von meinem Heim QTH weg. Was ihr hier seht, ist der Bahnhof Ürike und die Morgenstimmung über dem Zürichsee. Und dort irgendwo im Glanerland hinten, dort ist der Wallensee. Jetzt fahren wir Richtung Rapperswil. Es wird langsam Sommer. Nächster Halt. Die Sonne kommt langsam. Kempraten. Und dort vorne sieht man schon den See da. Wir fahren jetzt hier Richtung Schwegalp hinterher. Und wenn wir jetzt hier um die Kurve herumkommen, dann sehen wir irgendwo dort hinten, in dem Hoger oben, hinter dem Häuschen, dort hinten ist dann der Plattenberg. Und wie heisst der? Der Hinterrück, wo wir gehen. Wir fahren jetzt hier Richtung Krummenau. Ja, jetzt sieht, also man das Gebäude. Jetzt sieht man den Hoger, wo wir hergehen. Geradeaus. Geradeaus genau. Ist der Hinterrückberg. Dort hoch gehen wir. Das ist der Käserrück. Genau, richtig. Und unser Ziel kommt immer näher. Wunderschöne Gegend hier. Wunderschöne alte Häuser hat es hier. Und ich bin hier im Auto von Markus, mein Kollege, der HB9 ELZ. Mit ihm gehe ich heute rauf. Ich bin ihm natürlich dankbar, dass ich hier heute kann mitfahren konnte. Was der Tag bringt, wissen wir noch nicht, aber wir schauen mal. Jetzt kommen wieder hier die berühmten Berge rechts am Wallensee hinten. Dort hinten kommen die Berge führen. Da sind die Berge. Der ganz rechts dort ist der Selouy. Ah, okay, okay. Bin ich letztes Mal oben gewesen, wo ich noch keinen Sotterfunk gemacht habe. Jetzt kommen Sie sicher dann, ja. So ein historisches Ding, ja, jetzt Bändchen dort rauf. Jetzt sieht man es wieder. Ja, dann gehen wir mal dort rauf. Ja, da läufst du noch mal. Gespannt, dass hier wunderbar wird. Das Wetter wird immer besser, die Sonne kommt langsam. Und den Hoger, wo wir rumgehen, sehen wir auch. Wir sind jetzt hier an der Käserrück, der Talstation. Am Bändli. Wir sehen hier das Bändli. Das geht nachher in den Hinterrückberg rauf. Und wir gehen nachher dort mit dem Bändli weiter. Es ist eine wunderschöne Gegend hier hinten, mitten im Tal. Und wir gehen dann mit dem zweiten Bändli um 8:30 rauf. Da ist noch ein Kollege sein Auto. Die Sonne kommt langsam, die Wolken gehen weg. Und wenn man hier sieht, ist das noch ganz eigenartig. Gebiet hier hinten, ländlich. Jetzt geht es Opsi. Das ist ein ganz steiles Bändchen hier, praktisch allein Caroline. Geht es hier Opsi, der Kollege hier, AB9LZ, der Markus. Kommt auch mit, wunderbares T-Shirt, komme ich dann auch noch zwei über. Und hier sieht man es dann, wie es ein bisschen raufgeht. So, jetzt sind wir in der zweiten Talstation, Bergstation, nicht Talstation. Und wir gehen dort rauf, wo der Schneefeld ist, gell? Ja, zu den Steinböcken. Rauf, zu den Steinböcken rauf. Und dort hinten sieht man noch die Kurfürsten. Das Wetter wird immer besser. Und ich denke, das kommt heute gut, dass wir den Berg aktivieren können. So. Die erste Station haben wir hier oben. Jetzt sind wir gerade auf der ersten Station oben. Wunderschöne Fahrt hier durch den Wald durch. Extrem schnell, wenn wir hier anlaufen von dort unten. Das wäre der Wahnsinn. Gut, gehen wir nochmal hier halten. So, es wird langsam höher. Jetzt kommt da gerade unser Bändchen entgegen. Dort oben ist der Hinterrück. Jetzt sehen wir hier das Bändchen. Auf den Scheiben durch. Schönes Wetter haben wir hier. Und dort oben ist dann unser Ziel. Ja, wenn ich noch einmal laufen, bin ich nicht operiert. So,
Jetzt läuft wieder meine Kamera. So, wir sind jetzt hier im Restaurant Käseruxi, gehen Kaffee trinken. Und jetzt gehen die ersten Schritte. Gehen jetzt hier Richtung Hinterruck. Markus ist schon dort vorne. Und dort oben ist der Mann, den wir vorhin im Bergbändli gesehen haben. Da sehen wir nochmals das Restaurant hier. Wunderschön gelegen hier mit Schnee. Und das Wetter wird hoffentlich besser. Da hinten unten sieht man den Wallensee. Oha, es bläst schon. Und wir laufen jetzt hier das Weg runter zum Markus. Dann geht es hier hinten runter. Und dort hinten rauf. Und dort oben ist unser Ziel. Oh! Oh, hast du gehört? Es donnert! Es donnert. Es donnert. Aber wir gehen jetzt einmal. Wir gehen jetzt einmal. Hier schauen, wie es hier aussieht. Hier oben donnert es wirklich. Unglaublich. Wir gehen einmal weiter. Vincent, da ist Schnee bis da hochgekommen. Ja. Eine Höhle, gehabt, wo wir unten sind. Ja, warte, ich komme. Dann haben wir einen Geocache gesucht, der nach so einem versteckt ist, er nicht gefunden. Den suche ich einfach mal. Und hast du den Geocache gefunden? Nein, eben nicht. Nicht. Oh, du, da geht so rechts das Loch ab. Hei, hei, hei. Aber sehr schön hier. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Da geht es ein bisschen abwärts hier. Und die Patrouille Suisse fliegt auch irgendwo umeinander, die hört man auch. Wir gehen dann nachher auf das Schneefeld hier und dort hinten rauf. So, nehmen wir ein Stückchen. Markus ist am Geocache schauen und jetzt kommt sogar noch die Sonne. Die ersten Felsen hier, wo wir drüber hier sind. Von da aus, der muss da hin sein. Ja, dann gehst du mal suchen. Ich warte, wir haben ja genug Zeit. Ich tue hier nochmal. Da ist da Richtung Wallensee. Jetzt kommt die Sonne. Wer es glaubt, unglaublich schön. Unglaublich. Schaut das an, der Silvio, irgendwo im Schnee oben. So etwas gibt es schon lange nicht mehr gegeben. Dann geht es ins Tal runter. Und hier oben haben wir das Restaurant. Ist das nicht schön zum Schauen? Wenn man hier schaut, sieht das wunderschön aus, die Gegend hier. Wunderbar, wunderbar. Der Markus. Machen wir noch eine Runde. Und jetzt sehen wir hier hinter Ruckberg. So. Wir laufen jetzt hier über das Schneefeld rein. Ja, bin schon da. Das ist ja gar kein Problem. Aber auch hier muss man schauen, dass man hier nicht ausgeschlüpft. Ist doch noch recht schlieferig da unten. So, geht hier richtig gut. Hier. Hat eine richtig schöne Stege. Und der Markus ist dort hin. Hast du ihn gefunden? Hat er nicht gefunden. Das ist ein kleines. Und hier haben wir noch ein Bienchen auf der Hand. Schaut das an. Oder ein Wespe. Ja, der will nicht fort. Hier sieht man das Seilbähnchen, das kommt. Geht es vielleicht nicht so gut. So, jetzt ist es beim Masten. Schauen wir mal hier hin, tut es gewittern. Und hier ist schönstes Wetter. Wallensee-Autobahn Richtung Bündnerland. Und wir gehen uns hier hoch. Kein Problem. Thank you.
Ja, und was sehen wir denn da? Ein beschrifteter Stein. Das ist ja wahnsinnig. Schöpfung, Gemeinschaft nach allen der Menschen, die kleinsten Menschen kämpfen ständig nach mehr, nach Ruhe, Recht und Frieden, Freiheit und Sicherheit. An dieser Grabesalp, ich kann es nicht lesen, frohe Alphörner, ich kann es nicht lesen. Sie hoffen dir Senftis, leider kann man es nicht mehr lesen, ohne dass sie die trägt oder pflückt. Ich kann fast nicht mehr lesen, die Schrift, das ist so schade. Aber vielleicht finden wir irgendwo den Text. So, immer wieder ein Weile gelaufen. Über die Felsen hier, da, die Plattenfelsen. Verrissen, spröd. Ganz verrückte Lager, wie man die sieht. Dort hinten wieder unsere Bergbeiz. Markus, wo kommt. Dort unten auch. Das Wetter hat ein bisschen zugetan. Ist ein bisschen bewölkt worden. Geht ein bisschen Wind oben. Aber wenn wir hier oben sind, geht es gerade weiter. Und wenn man genau schaut, findet man hier allerlei Steine. Stolperfallen, Steine, die beschriftet sind hier. Das wäre mal ein Auftrag für mich. Dann könnte man die Schriften alle nachmalen. Auch hier hinten habe ich gesehen, hat es wieder einen Stein, der beschriftet ist. Aber man kann es leider fast nicht mehr lesen. Dann gehen wir wieder ein Stückchen weiter. Was sagst du? Ah ja. Ja, wir sehen das so, das Schneefeld. Und er uns gerade erzählt hat, er hätte 20 Steinböcke gesehen. Wir gehen jetzt dort weiter drüber rein. Und da sind wir schon bald am Ziel. Und wenn wir da ein bisschen weiter schauen, da hinten, scheint die Sonne wieder. Ich musste ein bisschen schnaufen auf dieser Höhe, weil ich mir nicht gewöhnt. Wir sind hier auf 2300 Meter oben. Aber das Wetter wehrt sich. Man sieht rundherum wirklich eine schöne Gegend hier. Und wer weiß, vielleicht sehen wir heute sogar noch einen Steinbock. So, wir sind jetzt auch zu oberst oben. Das Wetter wird schwieriger. Es wird dunkler. Wir haben jetzt den Punkt erreicht. Wir sind zu oberst oben. Markus wird sich dort hinten einrichten. Schnell ein bisschen rundherum schauen. Dort hat es noch einen Antennenmast. Ich hoffe, der stört nicht. Und ich tue jetzt hier mich einrichten und probiere ein QSO zu machen. Mal schauen, ob ich das herbringe. Thank you.
da hat noch eine Station eingerührt. Danke für den Rapport. Die Station hat gesagt, sie gehöre nicht, aber ich habe ihn gehört. Ja, Jean-Pierre, danke vielmals für den netten QSO. Allen anderen dort am Josi und so, einen lieben Gruß. Wir werden uns sicher wieder mal sehen im Verkehrshaus Luzern. Und dann machen wir dort ein bisschen Rambazamba, gell? Ein bisschen Rock'n'Roll. Also wie gesagt, es geht einen kalten Wind oben. Und sagst du Anita auch noch einen lieben Gruß. Und wir sind zwar gut durchgefahren mit dem Bändli hier und wir sind noch einen Kaffee trinken. Aber ich denke, wenn ich hier Richtung Heimat schaue, Richtung Zürichland, dann wird es hier wirklich schwarz. Also es ist wirklich schwärzer als schwarz. Und jedenfalls konnte ich den Berg aktivieren. Ihr seid ja morgen da oben, dann wünsche ich euch morgen auch einen guten Sonntag. Macht es gut, wenn ich euch höre, und ich den euch chasere und wünsche einen schönen Tag. Danke vielmals, ciao zusammen. CQ Sotta, Hotel Bravo 3, Enki Papa India für die Station, die vorhin reingerufen hat. Vorname Silvio. Ja, Benin Delta Hotel Alpha, Benin Delta Hotel Amerika, das ist verstanden. Morgen Silvio. AB9 Delta Hotel Alpha, ist der Reinhard, glaube ich, so viel, dass ich weiss. Jawohl, danke, wir haben schon bald Mittag. Ich tue dich auch gerade aufschreiben. Ich schreibe jetzt 8.00, ist das gut für dich? Ja, das ist bestens. Ja, unser Rapport ist 5 und 4 im Moment. Wohl ein bisschen verrutscht, aber 5 und 4 Silvio. Name Leinhard ist richtig, gute Anwildung zu QSL, QSL, Reinhard, HB9, Delta Hotel, Alpha, Albiwil, Rapport 5-4, ich tue es so aufschreiben, UTC wäre 8.00, du bist mein 5. QSO, danke vielmals fürs Reinrufen und noch einen schönen Mittag. So, jetzt wird es ungemütlich. Der Nebel kommt, der Markus ist dort und man glaubt es nicht, jetzt kommt der Nebel. Es wird jetzt wirklich noch düsterer. He? Also nichts ist mit Sonnenschein. Ich habe gerade noch das letzte QSO mit dem Pascal, mit dem HB3 XRP in Uznach. Und ich glaube, ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 QSO. Der Berg ist aktiviert. Und da hinten sieht man noch ein bisschen Sonne. Aber ich mache mich jetzt echt vom Acker, dass wir noch vor dem Gewitter zurückmachen. Wenn man hier runter schaut, wird es wirklich ungemütlich. Und der Markus ist bereit, schon wieder am Zusammenpacken. Und ich habe, er sagt, er packe ihn aus. Also ich gehe jetzt hier vorne, dass wir zu zweit noch zusammen sind. Und das ist meine Liste hier. Man sieht hier, ich konnte auch etwas machen. Also mit dem kleinen Handfunkgerät und mit dem Antennen hat das hier bestens geklappt. So, wir haben beide den Berg aktiviert. Markus hat ein paar können auf KW machen. 7-8 QSO auf 2 Meter gemacht und das Wetter geht auf und zu. Der Wind ist extrem, wie es hier tut. Man hört fast nichts. Hat er noch eine Antenne. Und ich mache jetzt noch in das nächste QSO. Jawohl, danke Markus. Du hast AB3YPI für den Mark. Bevor ich habe, der Markus, HB9 Delta India Zulu. Bist du jetzt vom Sonnenberg oben? Komm doch mal. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Schönen guten Tag, Michael. Ich habe dich vorhin eben gerade gehört mit dem Markus. Wir sind ja beide am gleichen Ort. Ich tue mit dem Handfunkfunker, mit dem FT1 und mit der RH77. Und ich stehe extrem im Wind, du hörst es. Und wir tun hier den Berg aktivieren. Ich tue dich auch gerade locken. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Nochmal zurück. Mein Surfprefix ist Hotel Bravo St. Gallen, also Sierra Golf 017, Hinterrupp. Ja, nee, jetzt brauche ich dich.
Was meinst du? Die letzten drei Buschern vom Aufzeichen ziehen wir noch. Ah, die hier. Hotel Bravo 3, Yankee Papa India. Vorname Silvio. Und der 3, Yankee Papa India. Dankeschön, Silvio. Und schönen Tag. Danke vielmals. Ich bin tiptop Anschlag. Unglaublich. Wir haben jetzt. Wir haben jetzt schon fast 10 QSO gehabt. Es ist wirklich abgegangen wie eine Post oben. Aber es wird einfach kalt. Es wird kalt. Der Wind ist extrem kalt oben. Es bläst. Man muss extrem laut reden. Man hört fast gar nichts. Und Gegenstationen sagen auch, man verschwindet im Rauschen. So, wir haben unsere QSO gehabt. Markus hat viel können machen, ich habe viel können machen unter erschwerten Windverhältnis und erschwerten Lärmgeräusch haben wir die QSO können machen. Jetzt kommt sogar noch die Sonne. Ich kann etwa 14-15 QSO können machen. Es ist eine schöne Sache gewesen. Wir haben ein bisschen laut müssen schwätzen und man glaubt es nicht. Man glaubt es einfach nicht. Jetzt kommt in den blauen Himmel, schaut das an. Und wenn man hier Richtung Zürich schaut, es tut wieder auf. Jetzt, wo wir aufhören zu funken, Markus, jetzt kommt die Sonne. Unglaublich, unglaublich. Aber, wir gehen wieder heim. Wir laufen langsam runter. Wir sagen, es war schön, Ziel erreicht, glatte Sache gewesen. Und jetzt gehen wir etwas essen. Das haben wir nämlich jetzt verdient. Und dann wünsche ich, dass ihr auch Freude habt an meinem Video. Und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Auch den Stationen, die im Hintergrund mitgemacht haben und Danke gemacht haben, gerufen haben, Antwort gegeben haben, denen danken wir auch. Markus, danke auch dir noch. Ja, das müssen wir jetzt noch filmen. Komm, mach's noch mal. Und dann wäre das jetzt, dann gehen wir jetzt langsam runter. So, das sind die letzten Bilder. Dort oben sind wir gewesen. Das sind die letzten Bilder vom HB. Sierra Golf Bindestrich 017. Wir sehen dort hinten den Sentis. Den Turm sieht man gerade nicht, ist in den Wolken rein. Wir gehen langsam runter. Es war interessant. Hier hinten ist Bergrestaurant Hinterrock. Wir gehen langsam runter. Markus hat auch schon seinen Spot gesetzt, seine QSO gemacht, seine Listen ausgeführt. Und das Wetter wird zwar besser, aber wir trauen dem nicht. Und somit haben wir da jetzt den Hinterrock können aktivieren. Wir laufen jetzt hier wieder runter, alles. Gehen noch etwas zum Mittagessen. Und dann geht es langsam wieder heimwärts. Ja, da gibt es noch ein kleines Filmchen. Da sieht man, wie es hier das Loch abgeht. Das ist also richtig. Da geht es so 800 Meter runter. Müssen wir nicht unbedingt haben. Aber wir sehen dort hinten auch den Hinterrock. Beiz, Restaurant, Berggasthof. Wir gehen hier weiter. Wieder am Heimweg zurück. Wir haben wieder unseren Weg. Mit hier kein Fehltritt machen. Darum tue ich hier etwas aufpassen beim Ablaufen. Immer die schönen Flächen ausnutzen, wo man gut durchlaufen kann. Und auch hier geht es also recht böse runter. Vom Film sieht man es nicht so, aber es geht also wirklich abartig runter. Abartig runter. Ich will Affen geil sagen, aber wir lassen es jetzt mal sein. So. Sind wir wieder ein Stückchen runtergelaufen. Es ist warm geworden. Die Sonne ist immer noch da. Den Wind haben wir auch noch. Dort hinten sind wir gewesen, dort hinten oben. Es ist wirklich schön. Ziel erreicht. Kommen wir dann wieder zum Schneefeld führen. Und dann gibt es etwas Feines zum Mittag.
Es war eine schöne Tour. Der Hinterrück. Wir waren auf 2306 Meter oben. Jetzt sieht man sogar das Antisitane. Da sieht man. Die Antenne ist zwar ein bisschen im Nebel. Den Masten sieht man nicht. Aber man sieht doch ein paar Berge. Eigentlich noch recht schön hier. Dort waren wir. Wunderschön zum Schauen. Und jetzt geht es hier dort rauf. Und da laufen wir jetzt schön gemütlich hochlaufen. Dann kommen wir hier irgendwann auch ans Ziel. Noch die letzten Meter. Irgendwo fliegen sie hier umeinander. Und der Markus hat seinen Geocache gefunden. Schön! Oben ist das Restaurant. Nehmen wir jetzt noch etwas essen. Noch die letzten Meter bis rauf. Und dann kommen wir in den Sonntag. Da geht es dann wirklich abwärts. Da würde ich nicht mehr zu weit rauslaufen. Da gehen wir jetzt so schön gemütlich rauf. Es hat viele Blumen, viel Gräser, viele Sträucher. Lustige Steine, also ganz eine interessante Gegend hier, zerklüftet, recht grob und gross. Alle 5 Minuten ist das Bild anders von der Witterung her. Dort hinten ist schon der Markus, der kommt. Und dann würde ich sagen, haben wir die Soltatour hinter uns. Danke ich allen, die zugeschaut haben, die mitgemacht haben, die uns unterstützt haben mit ihren QSO. Schön gsi, ein bisschen laut, ein bisschen windig. Wir haben alles gehabt, aber es hat sich gelohnt. In dem Sinn wäre das jetzt die letzten Aufnahmen. Hier sehen wir nochmals den Berggasthof. Das ist jetzt unser Ziel. Und dort hinten sind wir gsi. Und der Grossmeister kommt auch. Ciao zusammen. So, da sind wir wieder an der Talstation. Zum Mittag haben wir gegessen. Und weil wir noch nichts mehr sehen, dann müssen wir sonst Blödsinn machen. Hier unten sehen wir den Nebel. Es ist also wirklich grau in grau. Man sieht einfach gar nichts. Grau in grau. Und dort hinten, das wäre auch die Hütte. Dort hinten sieht man noch ein bisschen Sonnenlicht. Und sonst ist einfach nichts mehr. Man sieht, wie hier der Winter kommt, der Nebel kommt. Also grusig. Das sind so die letzten Bilder von unserem schönen Berg Hinterrück. Ah, jetzt kommt das Bändli. Jetzt haben wir es gerade im rechten Moment. Mit dem gehen wir jetzt wieder runter ins Tal zu der Sonne. Wunderbar.